Hallo, meine lieben Katzenberger-Freunde! Ein freundliches und sonniges Hallo aus dem schönen Zanten und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Kaffee Katzenberger Let's Play. Die Dani, die steht hier vorne schon schön und wenn ihr mal hier oben drauf gucken wollt, wir haben jetzt 1526 Punkte von 1580 und ja, was soll ich sagen, ich habe hier ein paar Sachen gemacht, ich denke, wir werden heute auf jeden Fall aufsteigen und endlich Level 20 sein und ich sehe gerade, die Dani, die findet das auch total cool, die macht uns schon den Daumen hoch hier auf jeden Fall. Und ja, ich würde jetzt ganz gerne erstmal die Aufgabe versuchen zu schaffen. Start. Und ich habe gleich super schöne Nachrichten zum Vorlesen. Ja, 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 ja. Säubere 11 Tische. Okay, dann kassieren wir die mal ganz schnell ab hier. Oder nee, wir werden die erstmal bedienen. Das machen wir. Die Kaffee und sowas alles können wir. Boah, gestern ist mir hier fast alles ausgegangen. Ich musste erstmal alles. Super lange musste ich warten, bis ich die Punkte wieder zusammen hatte, um mir ein paar Sachen zu machen. Also Wahnsinn. So, Espresso, den schaffen wir dann auch auf jeden Fall in der Zeit hier. Schön. So. Und Kaffee con Lecher. Der ganze Tisch will nur Kaffee trinken hier. Die ganzen Kaffeefahrer. Kaffeefahrtenfahrer. Okay, Ragu Finn, der hat also auch noch Hunger. Espresso bedienen wir auch mal schnell. Ich habe gestern mal wieder Bock auf heiße Schokolade gehabt, gestern Abend. Und deswegen habe ich die dann zubereitet. Ja, also irgendwie, ja, ich sollte vielleicht das Café hier den ganzen Tag aufhalten und mir dann sämtliche Dinge, wo ich gerade Bock drauf habe, zubereiten. Jetzt ist uns der Kaffee con Lecher schon wieder ausgegangen. Naja, nicht schlimm. Ja, vielleicht esse ich dann gar nichts mehr oder so, aber ist ja auch nicht gesund, ne? Ich habe jetzt gerade Mittag gegessen. Es gab einen Salat. Ja. Mit Putenbruststreifen und Käse. So, jetzt bringen wir das mal eben. Dann kochen wir Kaffee con Lecher. Da können wir dann die Tische schon säubern. 6 Stück. Schnell den Kaffee con Lecher zubereiten, damit wir alles in der Zeit haben. Aber ich glaube, wir müssten die eigentlich schaffen. 11 Tische. So, Kaffee con Lecher zubereiten. Vielen Dank, meine liebe Daniela. Haben wir? Ja. So. Ja, die muss noch warten. Dann können wir das abholen. Zack. Oh, so viel kriegen wir gar nicht. Wow, okay, doch, so viel kriegen wir. Gut, dann hier abkassieren, abgreifen, zack. Das kostet immer noch 300 oder so, ne? 360. Pff, shit, ey. Hier können wir schon abkassieren. Dann müsste der Tisch eigentlich jetzt hier gleich rund fertig sein. Zack, zack, dann sind das 8. Können wir hier schon mal sauber machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann noch 3. Oh, ob das hinhaut? Ich hoffe es. Wie lange braucht er? Ah doch, das haut hin, weil die hat nämlich auch sowas genommen. Genau, und die müssten dann auch gleich fertig sein. Haut hin! Sehr nice. Wir müssten jetzt 8 haben. Ja, cool. Hat genau gepasst. So, was kann ich Ihnen bringen? Einmal spanische Tortilla. Aber sehr gerne doch. Ah, ich fühle mich hier richtig wohl in meinem schönen Café. Hm, so richtig heimisch. Abdos hat sich übrigens nicht gemeldet, um mich zu Dani zu bringen. Schade eigentlich, ich wäre gerne gefahren. Mein Sohn, der hat sich schon gefreut. Der hat nämlich hier, während ich aufgenommen habe, neben mir gestanden. Und hat gesagt, oh Mama, darf ich dann mit? Immer diese Wunschträume, ne? Aber egal. Träume müssen nicht immer nur Schäume sein. So, guck mal, da haben wir sogar einen mehr. Wenn die jetzt abhaut... Ich habe immer noch nicht so einen Top gefunden, aber so eine ähnliche Hose habe ich mir gekauft. Ich habe letztens bei C&A, das war der Wahnsinn, ich habe mir vor 2 Monaten oder so, habe ich mir neue Jeanshosen geholt. Da waren die damals im Angebot für 9 Euro. Und super schöne Jeanshosen, ne? Also so diese, ja, diese richtig engen, ne? Die jetzt so modern sind. Habe ich mir 2 Stück geholt, weil ich ja wusste, ich nehme jetzt ab und so, wollte ich jetzt erstmal nicht so viel kaufen. Ja, und dann gehe ich jetzt, die sind natürlich schon wieder, also ich habe jetzt 10 Kilo runter, die sind natürlich schon viel zu groß. Jetzt bin ich vor kurzem bei C&A reingegangen, für meinen Sohn musste ich Klamotten holen, für Schulandheim. Da hatten die ganzen Hosen, die ich mir geholt, also diese Sorte von Hosen hatten die für 3 Euro. Da habe ich mir 5 Hosen von geholt und jetzt habe ich erstmal genug. Also wahnsinnig geil, Jeanshosen für 3 Euro. Ich habe mir die... 2 Stück in so ganz dunklem Blau. Dann habe ich mir eine geholt, die ist weiß-grau mit so ganz vielen Mustern.
Aber wahnsinnig cool. Ach so, wir hatten die Quest ja geschafft, ne? Wahnsinnig cool, so super schön. Also und eine hellblaue. Nee, gar nicht wahr. Nicht so eine hellblaue, so eine royalblaue. Die wollen alle Kaffee Con de Cher. Und eine rote. Die war auch richtig cool. Also ich mag ja solche Farben und so. Und das ist ja gerade richtig in, ne? Vor 2, 3 Jahren hätte es keinen damit auf Straße geschickt. Ja, was jetzt Mode ist, auch nicht schlecht. Aber cool, ich finde es cool. Und ich habe mir ja so viele Paar Schuhe gekauft, letztens auch im Angebot. Habe ich ja schon erzählt, ne? Eigentlich waren die 60 Euro pro Paar. Und ich habe jetzt für 3 Paar 60 bezahlt. Wow, und hier ist der Level Up. Level 20 erreicht. Wir haben jetzt freigeschaltet. Garnitur Rubin. Und die habe ich schon gesehen. Die finde ich super schön. Mal gucken, was die kostet. Cocktails Leuchtreklame, die kriegen wir bestimmt wieder nur für Katzengold. Mehl, da können wir bald Pizza machen. Oh, Drachenblut, boah, geil. Eierkuchen, juhu, ich werde mal Eierkuchen machen gleich, mal gucken. Da ist erstmal der Café Con Le Cher und dann können wir die anderen Leute auch bedienen. Boah, ich habe gerade auch richtig gut gegessen. Ich sehe gerade, wir haben auch schon wieder eine Nachricht. Achso, das ist halt Level Up, ja. Weil die anderen Nachrichten habe ich nämlich gestern schon alle gelesen. Ich habe ja gestern nicht aufgenommen. Und dann, ja, waren teilweise richtig schöne dabei. Ich habe auch gestern Epic Leilani-Fan aus meiner Freundesliste geschmissen. Weil, hat sich nicht gemeldet, hat nichts mehr gemacht. Ja, war super rührend, super schön. Aber gut, was willst du machen? Ich habe jetzt dafür jemanden, also ich werde den Platz jetzt freimachen für, war das Piercing Girl? Ich muss mal eben gucken. Auf jeden Fall hatte ich letztens gesagt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass du gefragt hattest. Gestern habe ich dann eine super nette Mail von dir bekommen. Ja, und dann habe ich natürlich sofort Epic Leilani-Fan rausgeschmissen. Und ich denke, dass wir jetzt unsere Freundesliste also perfekt haben. Wenn wir dann auch noch Piercing Girl dazu kriegen, dann haben wir das echt geschafft hier. Dann haben wir wahrscheinlich jeden Tag... Wie viel kann man haben? 12? Wenn jeder kommen würde, hätten wir 60 Punkte. Wahnsinn. Ich war gestern bei 45. Also waren nur 3 nicht da. Hammer. Also ich gehe ja wirklich jeden Tag, also manchmal, wenn ich halt vergesse, mich einzuloggen, dann gehe ich halt nicht, aber Moment, dauert jetzt noch 9 Stunden 51, liebes Piercing-Girl, dann werde ich dich auf jeden Fall adden. So, WhatsApp ist neu. Genau, da hatten wir auch eine Mail bekommen. Lese ich natürlich gleich vor, auf jeden Fall. Herzlich willkommen WhatsApp und guckt euch das Café mal von Daisy an. Das ist so wunderschön, aber da ist auch einiges an Real-Life-Geld reingeflossen. Guckt euch mal die Lampe an, die ist super schön. Total toll, ich habe die noch nie gesehen. Ich muss mal gucken, wo es die gibt. So, oder ob die wieder irgendwie... Oh, jetzt habe ich hier. Aber gut, wir können ja hier noch 2 abgreifen. Also dieses Café finde ich echt super stylisch, ne? Hier, die sind echt toll. Sieht gut aus. So, Loreen. Meine liebe Loreen. Zack, zack. Du könntest dich auch mal melden. Ich habe dich letztens runtergeschmissen, weil du irgendwie nichts mehr in deinem Café machst und so. Aber ich glaube, jetzt hat sich was verändert, ne? Ja, und dann kam die Anfrage wieder und dann habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Lidlbär! Zack, zack, auch nett. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Plätze. So, Sicuria, 25, Wahnsinn. Zack. So, dann schauen wir uns gleich auf jeden Fall mal an, was wir jetzt machen können. Oh, Elfi! Ja, hier haben wir ja unsere Inspiration her, ne? So, und die nächste, Cookie-Kuchen. Zack. Cookie, ich bin schon Level 20. Ja, 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 ja. Cookie, du solltest mir eigentlich noch antworten unter mein Let's Play, falls du das nicht gesehen hast. Ich habe, ja, kann man sagen, so zu 60% nur für dich ein neues aufgenommen. Hier von diesem, wie heißt das Spiel denn? MSP. Und ich gebe am Sonntag eine Party. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und habe dazu herzlich eingeladen. Eine Bestätigung habe ich schon. Der Lidlbär, der wird kommen. Oh, wir sind schon durch. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du auch kommst. Ich weiß ja, dass du eine allerbeste Freundin hast bei Movistar Planet. Ja, und wäre cool, wenn wir uns da treffen könnten. Vielleicht können wir ja auch irgendwie eine Skype-Konfi oder sowas aufmachen. Mal sehen. Ja, das wäre ja cool. Und ab nach Hause. Und dann schauen wir mal, da können wir hier... So, das System, das können wir löschen. Wie denn? Da unten. Ups. So, und die beiden hier. Zack, zack. So, dann warten wir mal, bis die weg sind. Da können wir hier. Und der nächste. Zack.
Und hier. Ich krieg schon wieder Zahnschmerzen. Sammle 74 mal bei Freunden. Ja, einmal noch. Vielleicht werde ich das später offscreen machen. Mal gucken. Ich will ja weiter vorankommen hier. So, kommen wir zu unseren Nachrichten. Ich werde mal ein bisschen hochscrollen, damit wir mal ein bisschen mehr sehen von unserem tollen Café. Die sind ja alle noch am Essen. So. Einmal von der Daisy. Passt auf. Guten Morgen, meine Liebe. Wegen den Videos. Eigentlich sind die vier, die ich drin habe, auch öffentlich. Da muss ich mal schauen, was da los ist. Ja, genau. Ich war also bei Daisy auf dem Kanal und habe mal ein bisschen geschnüffelt. Ich habe da vier Videos gefunden, aber leider hat das nicht funktioniert. Ich weiß aber jetzt auch, woran es gelegen hat. Das lag nicht an deinem Kanal, weil meine Abonnenten hatten mich nämlich an dem Tag auch angeschrieben und gefragt, warum die meine Videos nicht sehen können. Also YouTube hatte da an dem Tag irgendwie Probleme. Ich werde heute nochmal schauen gehen. Ich bin natürlich total neugierig. So, du findest doch die Katzenberger gut. Ich kann dir da einiges erzählen von ihr. Meine Schwester kennt sie persönlich. Juhu! Du spielst ja auch Minecraft. Ich auch. Bin sogar im Clan. Ich würde gern bei dir auf dem Server spielen, wenn ich darf. Aber natürlich, ich würde mich freuen, wenn du kommst. Nur, ich werde dann auf jeden Fall nochmal die neue Server-IP bekannt geben, weil der Feed the Beast Server, der ist ja jetzt dicht. Das war ja zu viel Aufwand und so, hatte ich ja gesagt. Wir haben aber einen neuen Vanilla-Server gemacht und das wird mit Sicherheit auch richtig cool. Ich würde mich mega freuen, wenn ich dich dann da begrüßen dürfte. Hast du Teamspeak? Ja, habe ich. tslongplayer.com oder so? Warte mal. tslongplayer.net. ts.longplayer.net. Genau, da sind wir drauf und das ist dann auch der server-eigene. Der server-eigene Server. Teamspeak, meine ich natürlich. Wäre schön, sich mit dir zu unterhalten und gemeinsam zu zocken. Natürlich auch mit Ramborn. Juhu, das feiere ich. Ich habe ihn eine Einladung gesendet. Leider hat er sie noch nicht angenommen. Hab noch einen Platz frei in meiner Freundesliste. So, Servus. Bis zum nächsten Kaffeebesuch. Wünsche dir einen schönen Tag. In Liebe, Daisy. PS, Grammatik ist schlecht, sorry. Also Schreibfehler schenke ich dir, Grins. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über jeden Schreibfehler und über jedes. Ja, ich bin ja auch so diejenige, die so gerne mal so ein paar Versprecher reinhaut und so und die Satzstellung nicht so richtig hinhaut. Aber das ist auch egal. Ich bin aus dem Ruhrpott. Ich bin ein Duisburger Mädchen. Und wir haben es nicht so mit Satzstellung. Ja, gut. Oh, Elfi war da. Schön. Danke, liebe Elfi. Und die hat uns direkt daran erinnert, dass wir hier noch direkt was machen können in unserem Café. Wir haben nämlich schon wieder massenhaft Punkte hier oben. Ich will gleich auf jeden Fall auch noch was verscheuern. Ich habe nämlich fleißig wieder hier Hackfleisch zubereitet. Und dann würde ich echt gerne mal diese, was waren das, Pfannkuchen? Ne, Eierkuchen waren das, ne? Die Eierkuchen würde ich ganz gerne machen. So, dann Cookiekuchen. Doch, Ausrufezeichen. Ich habe dir auf Movistar Planet ein Geschenk geschenkt. Bloß, du musst oben auf mein Profil klicken, dann musst du auf das Geschenk, dann kommst du auf mein Geschenk. Okay, Moment, ich werde mir eben aufschreiben. Profil von Cookie. Geschenk klicken. Okay, cool. Little Bear hat mir auch gesagt, dass er mir ein bisschen was schenken wird. Das finde ich cool, weil das kostet ja echt viel Geld und wenn man noch nicht so lange spielt. Ja, immer so eintönig rumrennen, so in den Klamotten, ne? Liebes Upjust-Team, wann kommt denn endlich mal hier das Update, dass man die Dani einkleiden kann? Das fehlt noch. Das wird sich auch noch ein bisschen absetzen, ne? Von den normalen Kaffeespielen. Setzt es sich ja sowieso durch die ganzen geilen Farben hier. Aber trotzdem, mach doch mal hier so eine kleine Boutique nebendran oder so. Das wäre cool. So, dann gehen wir mal weiter. Schönes Café. Hallo Epic Leilani, ich finde deine Let's Plays echt klasse. Minecraft ist ja auch so ein Spiel, das ich hin und wieder zocke. Ja, dann haben wir schon die vierte im Bunde, beziehungsweise die fünfte, weil Little Bear macht das nämlich auch. Und ich habe auch schon mit Little Bear gezockt. Mit Ramon zocke ich ja sowieso ab und zu, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Ich glaube, der hat wieder Schule. Aber Leute, lasst uns doch einfach mal treffen. Ich habe ja gerade den Teamspeak-Server genannt und ich werde auf jeden Fall, sobald ich die Serveradresse von diesem Vanilla-Server habe, werde ich das tun. Dann können wir auch alle zusammen zocken, weil ich weiß nämlich, dass ein paar Leute von mir kein Feed the Beast gespielt haben. Weiter, zurück zum Café. Ich würde mich über einen Platz in deiner Freundesliste freuen. Ich bin eine aktive Spielerin, die sich am Tag mindestens zweimal einloggt. Juhu! Leider habe ich auch das Problem, dass meine Freunde in der Liste sich nicht mehr fürs Spiel interessieren und dadurch auch nicht mehr spielen. Dadurch gehen mir Suchpunkte flöten. Entschuldigung.
Würde mich echt freuen. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Ich hoffe, ich kann so bleiben, wie ich bin. Nicht, dass ich hier irgendwann so einen Höhenflug bekomme oder so, aber ich glaube, da bin ich gar nicht der Typ für. Habe ich schon bei einigen YouTubern gesehen, die dann, ja, so ab die 1000 Abos sind, die dann irgendwo durch die Gegend geflogen und haben gedacht, wunders was zu werden. Aber ich glaube, da passiert mir nicht. Dafür bin ich einfach zu bodenständig. Ich freue mich. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt einen Platz für dich freigemacht. Dann wären wir, glaube ich, auch komplett. Ja, und ich sage schon mal jetzt schöne Grüße und ich freue mich dann, wenn ich bald in dein Café kommen kann. Danke für die Mail. So, dann Eingang. What's up, Freundesliste? Hi, ich bin sehr aktiv und schaue gerne deine Videos. Wäre cool, wenn du mich annimmst. Viele Grüße, what's up? Habe ich ja dann gestern gemacht. Du hattest mir ja dann schon eine Freundeseinladung geschickt. Ich hätte gerne Piercing Girl auch erstmal angenommen. Aber war das jetzt Piercing Girl? Ich muss mal eben gucken. Piercing Maus, Piercing Maus. Oh, entschuldige bitte. Tut mir leid. War nicht mit Absicht, aber kann man ja mal sich vertun. Aber WhatsApp hatte mir eine Freundesanfrage geschickt und dann habe ich die irgendwie direkt angenommen. Aber Piercing Maus, ich habe ja direkt für dich was freigemacht. Also nicht böse sein. So, jetzt wollen wir hier abkassieren. Ich glaube, die Folge, die zieht sich heute wieder ein bisschen in die Länge. Heute Morgen habe ich schon Good Game Empire eine halbe Stundenfolge rausgehauen, weil ich irgendwie nie zum Ende komme. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja Zeit. So, zack, zack, zack. Da kommen gleich die nächsten Gäste. Und dann werden wir jetzt mal gucken, was wir hier alles auf den Tisch hauen können. Erstmal natürlich den Kaffee con Leger wieder ansetzen. So, da ist er. Kaffee con Leger, Zubereitung starten. Das hole ich gleich ab. Ich guck mal eben. Dreimal Rindfleisch, sechsmal Hackfleisch. Moment, das haben wir gleich. Schweinefleisch. Dreimal, so. Und ich klicke immer einen weiter, ne? Und sechsmal davon. Und dann können wir das auch machen. Wir haben ja genug Punkte gerade. Und dann gehen wir mal hier schauen. Oh, da fehlt uns zweimal. Haben wir denn für den Hackbraten alles? Ja. Dann würde ich den gerne machen. Oder warte mal. Ja. Dann würde ich den gerne machen. Zack. So, und dann schauen wir mal, wie das war mit den Eierkuchen. Was die uns bringen. Da sind sie. 14. Oh, die dauern aber nicht lange. Viermal Mehl brauchen wir dafür und die sehen so lecker aus. Ich habe in letzter Zeit, stehe ich immer früh auf und dann backe ich hier tonnenweise Eierkuchen oder Pancakes, ne? Also meine Familie, die freut sich da immer. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken, was das Mehl kostet. Ups. Die Erdbeeren. Da, Zitronen, Grenadin und Rum können wir auch machen. Boah, kostet 50. Wahnsinn. Mehl kostet 20. Okay, wir machen's mal. Haben wir ja schnell wieder raus. So, Zubereitung starten. Eigentlich können wir ja dann hier auch nochmal. Dann kaufe ich nochmal viermal Mehl. So. Zack, nochmal viermal. Sind wieder 80. Was kostet denn die Welt? So, und dann können wir direkt zwei Stück machen. Super. Eier und Milch kriegen wir ja ganz oft. Dann werde ich mal eben hier abkassieren. Ja, da waren die Freunde, genau. Abkassieren, so. Und was hätten Sie denn gerne? Spanische Tortilla. Das machen wir jetzt noch und dann sind wir, glaube ich, auch schon für heute durch. Alle, ich wollte noch eben verkaufen, genau. Aber ich lasse die Dani die jetzt trotzdem mal eben bedienen. So, macht die das jetzt trotzdem? Ich glaube schon. 154 Mal, guckt euch das an. Komm, dann machen wir erst 54 Mal. Wahnsinn, 756. Nein. La 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 la. Ramborn, bitte jetzt lachen Sie sich schlapp. Es ist mir wieder passiert, Leute. Level 20. Und ich kaufe wieder Hackfleisch anstatt zu verkaufen. Wie geil. So, dann kriegt jetzt erstmal er seine heiße Schokolade. Und dann werde ich meinen Fehler gleich wieder gut machen. Ich glaube, wir kommen nie an diese Theke hier dran. Wir werden nie Cocktails shaken. Doch, werden wir. Auf jeden Fall. Dafür werde ich mich heute hier noch einmal anmelden und versuchen, hier ganz viel zu machen. Echt jetzt. So, dann werde ich aufs Zutatenlager gehen und dann verkaufe ich erstmal locker flockig. Wie macht man das eigentlich? Kann ich das nicht eingeben hier? Doch, kann ich. 188 mal 1, 8. Ja, ja, da kriegen wir 2086 für. Verkaufen hätten wir uns jetzt gerade nicht so blöd
verkauft, ne? Dann wäre alles gut gewesen. Aber ist nicht schlimm. So bin ich nun mal. Was soll ich machen? Mir fällt auch hier zu Hause ständig alles runter. Wenn ich mit jemandem manchmal im Skype bin, die lachen sich Schrott über mich. Weil, weiß ich nicht, die ganzen Fails und so. Ich bin halt ein Trottel, aber dazu stehe ich. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Arrivederci. Ciao, ciao.